Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es gibt endlich mal wieder ein neues Video. Ich habe es leider in den letzten 3 Wochen nicht geschafft, wirklich Videos zu drehen oder auch alte noch zu schneiden, weil ich einfach mal richtig viel für die Uni zu tun hatte und da musste ich halt das Video schneiden und so mal ein bisschen hinten ranstellen, weil Uni dann doch mal ein bisschen wichtiger war. Ja, so im 5. Semester muss man halt dann auch mal was schaffen, wenn man dann was fertig ist mit dem Studium. Das ist heute mal ein etwas anderes Video. Ihr seht ja generell Shopping-Videos und Hauls von irgendwelchen Einkäufen immer total gerne. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich drehe mal dieses Video mit lauter nützlichen Produkten aus dem Rossmann, DM, Müller, wo auch immer. Kann man ja überall kaufen, die Sachen. Steht vielleicht dann ein anderer Name drauf oder es ist von einer anderen Marke, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, ich zeige euch einfach mal ein paar Sachen, die ich immer so bei mir im Stall habe und die man jetzt nicht beim Crema oder Equiva oder Löster oder sonst wo kauft, sondern die man halt wirklich im Drogeriemarkt kauft. Falls ihr irgendwelche Geheimtipps habt oder so oder Sachen, die ihr auch noch immer beim Rossmann oder so für Erfährt kauft, dann könnt ihr mir die ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen zweiten Teil oder vielleicht probiere ich irgendwelche Sachen, die ich noch nicht kenne, auch mal aus. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich diese ganzen Sachen, fast alle von den Sachen neu gekauft habe, es ist wirklich ungelogen, fast alles leer gegangen und dann fahre ich ja auch nicht wegen jeder Kleinigkeit irgendwas einkaufen und jetzt war ich halt mal da und habe einfach mal wieder die Sachen gekauft, die mir schon Ewigkeiten leer sind oder auch neue Sachen, die ich so noch nicht hatte. Ich höre jetzt einfach auf zu reden, weil das ist jetzt das wieder alles zu lang. Das erste, was ich eigentlich schon immer für mein Pferd oder auch damals schon für die Ponys gekauft habe, ist Birkenhaarwasser. Das macht man auf die Mähne oder auf dem Schweif. Das ist gut, wenn die sich schuppern und so. Oder auch generell zur Pflege, wenn die Haut sehr trocken ist. Hat bei meinem Pony immer super gut geholfen beim Schuppern. Beim Espresso so lala, mal gut, mal weniger gut. Also ich muss sagen, ich habe das irgendwie ein bisschen gelblicher in Erinnerung. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass einfach nur die Flasche ein bisschen grün ist. Übrigens ist das Birkenhaarwasser mit Extrakten aus Birke und Schachtelhalm. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Das zweite, was mir jetzt im letzten Jahr kaputt gegangen ist, ist eine Spange, eine stinknormale Spange. Die sieht ein bisschen aus wie für eine Oma. Das ist, finde ich, ein bisschen Oma-Style. Aber ist ja nicht so schlimm. Die nehme ich immer zum Einflechten, um die Mähne abzutrennen und gut Zöpfchen zu an einem Zöpfchen nach dem anderen gut flechten zu können und dass die ganzen Haare da überall rumfluseln und so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das nächste, was ich jetzt mal wieder gekauft habe, sind einfach ein paar Mikrofasertücher zum Saubermachen vom Sattel oder kann man ja alles möglich mit abwischen. Also einfach nur ganz normale Mikrofasertücher. Rosa und grau. Ja. Das nächste haben bestimmt ganz viele von euch im Stall und zwar ist das Penatencreme für Kinder und die ist halt einfach für irgendwelche Verletzungen, kleinere Verletzungen, größere natürlich nicht, irgendwelche kleinen Verletzungen oder Abschürfungen und so. Ja, ist halt eine Wund- und Heilsalbe. Hinterlässt eine Schutzbarriere auf der Haut, habe ich gerade noch nachgelesen, also ist ja schon ganz nützlich, ne? Nicht extra gekauft habe ich mir jetzt Watte, weil man dafür echt immer nur ziemlich wenig im Stall braucht. Und zwar nehme ich solche Wattepads immer, um die Stollenlöcher im Sommer auszustopfen. Also ich nehme die dann so auseinander, teile die meistens nochmal und stopfe damit die Stollen. Jetzt ist hier voll die Fuß in der Luft. Stopfe damit die Stollenlöcher aus, damit sich der Dreck da nicht so reinsetzt. Also meistens mache ich vorher noch Huffett oder Öl oder irgendwas rein, damit es gut hält. Und da braucht man ja jetzt keine Kalöre. Und da braucht man jetzt keine ganze Packung. Ich habe eh Watte zu Hause, deshalb wollte ich euch das einfach nur mal so zeigen. Ich finde, diese Schwämme, die bei Sattelseife und so dabei sind, die gehen einfach immer so schnell kaputt und sind schon kaputt, bevor die Sattelseife überhaupt leer ist. Deshalb habe ich mir jetzt nochmal so gelbe Allzweckschwämme gekauft. Und ich finde, mit denen kriegt man halt auch gerade von der Trense den Dreck viel besser ab, als jetzt mit so einem Mikrofasertuch. Und ja, einfach so eine Dreierpackung, weil es eine Dreierpackung gab. Was ich auch eigentlich immer im Schrank habe und auch immer so ein kleiner Helfer in der Not ist, sind Babyfeuchttücher. Diesmal habe ich diese hier von Hip genommen. Wichtig ist einfach, dass man da welche ohne Parfum und Duftstoffe und so nimmt, weil das nicht so angenehm ist fürs Pferd. Also das sind wirklich ganz neutrale. Es ist zwar jetzt so ein Viererpack, aber die halten sich ja auch eine Zeit lang. Und meistens habe ich auch noch eine Packung Feuchttücher im Auto, wenn man sich mal die Hände dreckig macht, wenn man was gegessen hat während der Fahrt oder so. Ja, und dann meistens eine Packung im Putzkasten, halt einfach um die Nase sauber zu machen oder so. Und
Manchmal fliegt noch irgendwo anders so eine Packung rum. Nein, ja. Kann man immer gut gebrauchen. Oder ich schenke meiner Mama noch eine Packung, die hat auch immer ganz gerne eine im Auto. Ich muss ja ehrlich sagen, letzt musste mein Auto auf einmal dringend in die Werkstatt und das war innen so eingestaubt. Und dann habe ich das nochmal ganz schnell mit Feuchttüchern innen drin abgewaschen, abgeputzt. Ja, es ist schon spät, ne? Merkt ihr. Und ja, es hat geglänzt danach. Das nächste wollte ich mir wirklich schon so oft kaufen. Und zwar sind das so Lederpflegetücher. Da steht zwar jetzt feuchte Schuhpflegetücher drauf, aber ich glaube, die schreiben auch nicht da drauf, zur Pflege von Sattel, Trense, Schuhen, Reitstiefeln und so weiter. Also ich denke, die sind auf jeden Fall geeignet für Reitstiefel. Werde ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ob ich es jetzt für die Trense nehme oder so, weiß ich noch nicht. Das vorletzte, was ich jetzt gekauft habe, sind einfach nur ganz normale Haargummis. Ich finde, die kann man auch immer mal im Putzkasten haben oder so. Ich vergesse auch total oft meine Haargummis, wenn ich von der Uni oder der Arbeit in den Stall fahre. Und nehme dann immer Mähnengummis, aber ich finde, die ziehen immer so die Haare raus und die sind immer so mega unbequem. Und deshalb kann man immer mal die Haargummis irgendwo rumliegen haben. Ich habe mir auch ein neues Melkfett gekauft. Das schmiere ich auch immer ganz gerne auf die Nüstern, damit die schön weich bleiben und so. Oder dahin, wo die Trense sitzt. Damit das einfach immer schön weich bleibt und nichts aufreibt. Und auf ältere, krustige Wunden, also damit da schön wieder Haare wachsen und es geschmeidig bleibt. Also wenn es dann so grindig ist, dann schmiere ich da meistens Melkfett drauf, damit das ja, schön weich bleibt. Aber das ist jetzt unten und ich will die Mama nicht wecken und es ist ja schon spät, deshalb zeige ich euch das jetzt nicht. Aber ich denke, ihr wisst, was ihr euch unter Melkfett vorstellen könnt. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt mal ein bisschen was anderes und ich habe mir gedacht, ich habe die ganzen Sachen sowieso gebraucht, mache ich doch ein Video draus, weil ihr so, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, so wie ihr es ja eigentlich immer ganz gerne seht. Wenn ihr mehr andere Videos haben wollt, die ich noch nicht gemacht habe, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall einen ganzen Haufen Urlaubsvideos geben. Und ich hoffe, dass ich auch was ganz Besonderes im Urlaub machen kann, was ich euch dann auch auf jeden Fall filme. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt, aber gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss!